Wir sind hier beim Einsatz um 15.23 Uhr in Bruchhausen-Vilsen bei einer Schweinemästerei und Biogasanlage gerufen worden. In Brand geraten ist ein Fermenter bei Bauarbeiten, die durchgeführt wurden von einer Firma. Das ist ein großer Silo, wo zum Beispiel Mais-Silage vergoren wird und das aufgefangene Gas wird dann zu Wärmeerzeugung, zu Stromerzeugung und hier besonders in Bruchhausen-Vilsen auch für die Ferngaswärme, die in der, im Gymnasium und in der zentralen Schule genutzt wird. Also in diesem Fall ist es ja so, dass diese Kunststoffhülle im Extremfall platzen kann. So ganz ungünstig eben in dem Fall, dass es dann zu einer Explosion kommen würde. In diesem Fall, schätze ich mal, war es eine Verpuffung. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und mit Rauchgas in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht.